Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Brinkmann und König. Und Sie wissen, dies ist ein Streitgespräch, wo wir beiden Moderatoren Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro und Peter Brinkmann von TV Berlin oft nicht einer Meinung sind. Heute wird uns das etwas schwer fallen, denn wir haben als Gast eingeladen Klaus Wowereit und er hat ein neues Buch geschrieben, über das wir gleich reden wollen. Erstmal ganz herzlich willkommen. Wie sagt man jetzt, Herr Wowereit, Herr Pensionär oder Herr ehemaliger regierender Bürgermeister? Man kann auch Wowi sagen nach wie vor. Also nee, das machen wir nicht. Na dann, Herr Wowereit. Es heißt doch, Bundeskanzler dürfen Ihren Titel ewig behalten. Na, regierender Bürgermeister, AD bleibst du auch. Also das ist jetzt... Klingt aber ein bisschen sperrig. Ja, ja, das war, ja. Aber, aber so bei Altbundespräsident hört sich ja auch immer komisch an. Also ja. Deshalb sagt man, wenn nicht der Aktive da ist, dann sagt man immer zu dem Herr Bundespräsident. Also so. Aber mich reden die Leute sehr unterschiedlich an. Also sagen wir Herr Wowereit jedenfalls. Herr Wowereit ist doch schon zu verstehen. Wir können zwischendurch auch sagen, Herr regierender Bürgermeister außer Diensten. Kann man alles machen. Wie lange haben Sie denn gesessen an dem Buch? Naja, das, so ein Projekt dauert schon doch über ein Jahr. Also bis erstmal die Idee zu haben, mit dem Verlag zu diskutieren, wie soll das aussehen, das aufzustellen, dann praktisch das umzusetzen. Das ist schon ein bisschen länger. Deshalb nochmal ein Nachtrag da, damit worauf es auch aktuell haben Sie wurde. Zurückgegriffen auf persönliche Notizen? Nee, auf Erinnerungen. Also das ist ja jetzt keine Biografie. Biografie ist immer ein bisschen schwerer. Man hat viele Daten, ja, die öffentlich sind in der heutigen Zeit. Mhm. Aber gut wäre es in der Tat, wenn man so ein Tagebuch führen würde. Mhm. Habe ich auch immer mal versucht, aber dazu war ich dann irgendwie doch zu faul, das dann nachts noch irgendwo zu notieren oder am Wochenende. Aber ist eigentlich schade. Es ist gut, wenn man vor allen Dingen Dinge, die ja nicht zu lesen sind irgendwo, nochmal sich dort notiert, dann ist die Erinnerung leichter. Also das haben Sie nicht? Nein. Schade. Hatte ich gerade auf der Zunge mal, dass Sie wirklich abends sitzen. Sag, wie war das denn heute? Nee, ja, aber das ist schon nicht so falsch. Manche Leute machen es ja auch unabhängig von einem Buch. Nochmal zum Reflektieren des Tages, vielleicht nicht so falsch. Aber wie gesagt, ich habe es mehrmals probiert und habe es dann irgendwann sehr schnell eingestellt. Haben Sie gemerkt, dass das Buch erschienen war, wo Sie gesagt haben, Mensch, die Geschichte hätte ich noch reinschreiben müssen. Jetzt fällt sie mir erst ein. Nein, da gibt es ja dann immer noch die Chance, ein weiteres Buch zu schreiben. Dann kann man das alles wiederholen. Ah, das nächste Buch. Ist ja auch keine Biografie. Bei der Biografie, da war es ja anders. Da warst du ja viel emotionaler auch dabei. Das ist jetzt hier etwas, doch ein richtiges Sachbuch. Eben sehr politisch, aber ja, anekdotisch finde ich eigentlich gar nicht. Sondern sehr, sehr analytisch, auch mit vielen Zahlen, wie manche Leute behaupten. Vielleicht manchmal zu viel, aber es soll ja auch helfen, es soll ja auch zum Nachschlagewerk werden. Sie sagen ja auch, dass Sie es genießen, jetzt viel Freizeit zu haben. Deswegen muss man fragen, war das eine Beschäftigungstherapie in der Freizeit oder hatten Sie das Gefühl, Sie müssen ja manche Rechnungen, die noch offen sind, jetzt einmal so begleichen? Nein, da wird auch gar keine Rechnung beglichen. Die Leute, die das erwarten, die werden enttäuscht. Ich muss sagen, seitdem das Buch erschienen ist, da habe ich den Eindruck, dass man jetzt einen Fulltime-Job hat, um es auch zu promoten. Das ist schon enorm. Da kommt man schon aus seinem alten Rentnerrhythmus raus. Aber es war nicht ein Grund der Langeweile, sondern einfach, es gab zwei Verlage oder drei, die Interesse hatten, die sind auch auf mich zugekommen und daraus ergab sich das denn so. Das war jetzt nicht zur Beschäftigungstherapie, ist aber trotzdem immer ganz gut, wenn man irgendwie ein bisschen was zu tun hat. Also gar nichts ist ganz schlecht und zu viel ist auch schlecht, also deshalb so eine Balance zu finden zwischen Freiraum und aber doch ab und zu nochmal auch eine Herausforderung. Wenn Sie jetzt sagen, dass keine Rechnung beglichen werden soll,
sollte, die noch offen ist, indirekt oder zwischen den Zeilen, glaube ich, ist Ihnen das dann doch gelungen. Mit also, wem? Naja, mit Personen, die überhaupt nicht vorkommen oder höchstens einmal erwähnt werden. Na, dann kann ja nicht abgerechnet werden. Das ist ja schlimmer, wenn man nicht erwähnt. Und da hat man das Gefühl, zwischen den Zeilen steht ganz, ganz viel. Was man nicht sieht. Naja, das wäre dann die Aufgabe von klugen Journalisten, also das zu deuten. Diese Freiheit hat ja jeder. Diese Deutung wollte ich mit der Frage jetzt einmal bewerkstelligen. Ja, aber ja. Das kann irgendwo ja mal passieren, unterbewusst sein, aber das war nicht die Intention. Haben Sie, was würden Sie sagen, wenn der regierende Bürgermeister Michael Müller ein Buch schreibt und der Name Wovereit kommt kein einziges Mal vor? Das hängt ja davon ab, über was er schreibt und dann ist das auch in Ordnung. Na gut. Wie ist denn eigentlich Ihr Tagesablauf jetzt? Ja, ich sehe Sie ja manchmal, wir wohnen ja nicht weit auseinander, ja. Manchmal morgens beim Brötchen holen treffen wir uns und dann packen Sie Ihre Tüte und gehen gemütlich wieder nach Hause. Und was passiert dann? Dann wird das Brötchen gegessen. Also ich meine, sonst macht es ja wenig Sinn, morgens Brötchen zu holen. Nein, also der Tagesrhythmus ist, ich stehe schon relativ früh auf, normalerweise. Und dann in der Tat wird erstmal Zeitung geholt. Die Zeitungen haben sich deutlich reduziert. Früher hatte ich so 10 Zeitungen, die ich auf jeden Fall auch durchgeblättert habe. Ich habe mich nicht auf so einen Pressespiegel verlassen. Heute sind es nur noch 2 und das ist natürlich Datenschutz hier. Jetzt wollen wir doch hier keine anderen Zeitungen. Ja, genau. Die anderen Zeitungen nicht hier diskreditieren. Nein, aber ich lese ja auch noch Internet. Und deshalb, aber 2 in der Hand und die dauern genauso lange jetzt wie früher die 10. Wenn man wirklich dann ja jetzt eben die Muße, die Ruhe hat, auch mal längere Artikel zu lesen und nicht nur durchzublättern. Wie ist denn das, wenn Sie so einen politischen Artikel jetzt lesen, die Umfragen? SPD bei 16%. Na bitte sehr, wir sind bei einigen bei 20 und bei anderen bei 18. Ich meine, 16% steht. Na 16. Dass Sie dann explodieren und sagen und zum Telefon greifen und den Regierenden und Landesvorsitzenden der SPD anrufen und sagen, sag mal, was ist denn da los? Was ist da los? Ja, genau. Wenn man das alles immer so schön wüsste. Ja. Es ist schon phänomenal. Also diejenigen, die am meisten jetzt profitieren von dieser Koalition von Rot-Rot-Grün, sind offensichtlich die Linkspartei in erster Linie. Obwohl man ja nicht sagen kann, dass die so dominierend sind. Lederer ist auch in den persönlichen Beliebtheitswerten relativ hoch. Andererseits ist sein Bekanntheitsgrad diagonal dazu sehr niedrig. Das ist vielleicht ein Erfolgsgeheimnis in Berlin, wenn man nicht bekannt ist, ist man auch beliebter. Aber das ist auch im ehemaligen Ostteil der Stadt, hat die Linkspartei kräftig zugelegt und die SPD im umgekehrten Fall auch wieder verloren. Also da muss noch vielleicht mal ein bisschen justiert werden. Juckt es Sie da nicht mal zu sagen, also ich rate euch mal was oder ich sage euch mal was dazu? Na, dazu kann ich mich noch zu gut erinnern an die eigene Zeit, wenn da so die ADs irgendwo immer meinten, sich zu positionieren, hat man gesagt, könntest du nicht auch mal schweigen? Und deshalb sind solche Ratschläge oft Schläge und das braucht ja keiner. So, das machen Sie also nicht. Nein, das habe ich mir zumindest vorgenommen und toi toi toi, ich glaube, ich habe es auch bislang ganz gut durchgehalten. Dann erscheint man eben nicht auf der Titelseite. Das könnte ich jeden Tag haben. Manche machen das ja auch so oder mit Kommentatorenleistungen, wo man auch schon weiß, was da rauskommt, nämlich wieder eine nicht nachvollziehbare Kritik. Damit kann man immer Erfolg haben, aber das ist nicht meine Art, Politik zu machen. Das habe ich zu aktiven Zeiten nicht gemacht, das mache ich erst recht nicht. Aber umgekehrt kann es ja auch so sein, dass ein Bürgermeister einen AD um Rat fragt. Wurden Sie gefragt? Naja, also bei mir war es ja Eberhard Diepgen, das war ja nicht die gleiche Partei. Ja. Walter Momper war ja dann schon sehr weit entfernt und war ja aktiv auch in der Politik durch Parlamentspräsident und so. Und wurden Sie gefragt von Michael Müller?
Manchmal schon, aber es ist jetzt nicht so und das finde ich aber auch nicht schlimm oder irgendwie erstaunlich. Es gibt da keine Standleitung. Er kann alleine entscheiden, muss alleine entscheiden und hat ja auch einen anderen Hintergrund. Wenn ich gefragt werde, wenn man sich trifft oder so, dann sage ich auch etwas dazu, das ist klar. Aber es ist jetzt keine Beratertätigkeit. Aber wenn Sie diese Zahlen, Sie sagten eben auch, die Linkspartei ist stark gewachsen. Sie analysieren das ja sicherlich für sich. Teilen Sie uns doch mal mit, ja, wie Sie das analysieren. Was ist denn der Grund, weshalb die SPD so abgesackt ist? Naja, erstmal hatte die SPD in Berlin über lange Jahre oder Jahrzehnte fast immer und irgendwie so den Wert in den Umfragen oder auch bei den Wahlergebnissen, was auf Bundesebene war. Und wenn die SPD jetzt auf Bundesebene unter 20% ist, dann korrespondiert das schon ziemlich. Zweitens haben wir eine Situation in Berlin ja schon länger, dass wir vier Parteien haben, die alle irgendwo im Rahmen von 3% plus minus liegen und dementsprechend kann das ausschlagen in die eine oder andere Richtung. Das ist eine ungewöhnliche Situation. Wir haben ja oft die Situation, dass im ehemaligen Ostdeutschland die Linkspartei sehr, sehr stark ist, aber die Grünen schwach sind und im Westen umgekehrt. Aber in Berlin haben wir wieder beides. Das gleicht sich wieder aus, weil Ost und West zusammen ist und deshalb ist da immer eine schwierige Situation. Das heißt also, wir fischen im selben Becken wie Linkspartei und auch Grüne und dementsprechend muss man sich das auch teilen. Die Fische wollen offenbar immer die anderen. Naja, so fett sind sie ja nur auch nicht. Ja, jedenfalls die Fetteren. Ja, und darüber denken wir jetzt mal nach, wie wir das vielleicht ändern können. Wir sind im Gespräch. Wir sind Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro. Und Peter Brinkmann von TV Berlin. Und wir sprechen mit Klaus Wowereit, regierender Bürgermeister von 2001 bis 2014. Richtig? Jetzt habe ich da bis 20, jetzt hat er da war. Na, so wollen wir nicht draufschlagen. Geht gleich weiter, bleiben Sie dran.